So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge PvP Action im Blitzschlachtfeld. Und wir sind natürlich wieder im Auge des Sturms, Leute. Wenn ihr diese Folge nicht zu sehen bekommt, dann heißt es, dass wir hier wieder mal sehr hart reingeschissen haben. Aber da das ja Blitzschlachtfeld ist, habe ich vielleicht Hoffnung, dass wir das eventuell irgendwie noch geregelt bekommen. So, das heißt, wir werden immer wieder das tun, was wir immer getan haben, anstatt in die Mitte zu gehen und zu zergen, was in dem Fall sogar sehr, sehr wichtig ist, aber diesmal lassen wir das. Oh, das ist gut, 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 das ist gut. Ja, 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 das ist nice. Geiler Motherfucker-Move. Oh my god, this was a nice, fine move. Wenn unsere Freunde noch genauso smart wären und die... Ach. Das ist so, das ist das, was mich immer so abfuckt, ne? Wir machen eigentlich richtig geile Moves und eigentlich funktioniert das auch richtig Jacuzzi-mäßig geil. Nur unsere Freunde auf der anderen Seite sind nicht smart, was das angeht. Ja, vielleicht sollten wir nochmal unsere Base auch noch irgendwie mittappen, ne? Also ich meine, ich kann es ja verstehen, dass wir vielleicht eine Base verlieren, so. Aber wie können wir Base und fucking Flag verlieren? Also, wie funktioniert das? Das muss mir echt mal jemand erklären. Wie haben die das hinbekommen? Wir waren zu zweit. Wir haben zu zweit diesen Scheißpunkt angegriffen. Das kann doch nicht sein, dass der Rest einfach gar nichts gemacht hat. Das ist das, was mich immer so abfuckt, Alter. Wo ich mir immer denke, so Leute, warum? Warum? Wie kann das sein, Diggi? Wie kann das fucking sein? So, jetzt bitte irgendwelche Leute in die Mitte gehen. Ich werde mir die fucking Flags gönnen. Also nicht die Flag in der Mitte, sondern die Flag da vorne. Und that's it so. Also, wir müssen ja auch irgendwo mal ein bisschen klug spielen, ein bisschen mit Gehirn schmeißen. Oh, das ist schlecht. Ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Dann, ja, und wenn ihr jetzt beides natürlich bekommen, ja, Diggi, also ich weiß ja nicht, also, das sind so Dinge, wo ich mir echt so immer in den Kopf fassen muss und mir dann denke, hey Leute, warum, warum, warum ist das so, warum sind wir so dämlich und kriegen nichts auf die Reihe? So, okay, ja, da kann ich nichts machen, das ist natürlich, aha, jawohl, alles klar. Rogue geht auch noch ran. Das wird coole Angelegenheit. So, tot. War wichtig, dass wir töten. Er ist geil. Er ist dumm. Er ist dumm. Er ist fuck. Also du hättest eigentlich hier was viel, viel Wichtigeres machen sollen. Er war dumm as fuck. Er wollte einfach nur den fucking Fight. Ja, das war das Dümmste, was du hättest machen können. Jetzt mal no joke. No fucking joke, Diggi. Du hättest diesen Flag verteidigen können bis an dein Lebensende, bis Verstärkung kommt. Er hat sich dazu entschieden, ja, ich mache lieber 1 gegen 1. Ja, also ich meine, habe ich das Gefühl, entweder sind wir dumm oder unser Team ist einfach nur fucking dumm. Also ich kann es gerade schlecht so ein bisschen beschreiben, welches Team jetzt gerade irgendwie dümmer ist, aber wenn man jetzt so ein bisschen guckt, wie gerade die Punkte aussehen, würde ich mal vermuten, wir sind gerade aktuell diejenigen, die gerade ziemlich hart Staub fressen, wenn man das mal so nett sagen kann. Das ist nicht, da haben wir nicht viel zu lachen. Muss man mal so sagen, wie es ist. Okay, er wird mich anchargen. Okay, alles klar, Bro. Alles klar, Bro. Jetzt kriegst du hier meine 4 Sekunden Stun rein. Und jetzt, wie sieht's jetzt aus, Bruder? Willst du jetzt nochmal irgendwie rumspringen, nochmal rumtanzen? Der hat richtig Bock nur auf ein 1v1 gegen mich. Ist auch okay. Das ist natürlich nicht so geil, aber es gibt immer noch einen fucking Königsmord. Die warten nicht, die Morde. Wir morden nämlich. Okay, Leute, das ist doch mal wenigstens etwas, damit kann ich anfangen. So, wenn wir schon die Base verlieren, da hinten auf unserer Seite, dann mindestens haben wir die Flag. So, das ist ja schon mal wenigstens irgendwas. So, mein Boy ist schon smart, der hat sich schon mal krass positioniert. Der denkt sich so, yo, ich bin direkt da und warte auf meine Chance. Das ist gut. Das ist tatsächlich gut. Also, er kann auch abgeben. Ich bin gleich direkt schon auf der anderen Seite, weil ich glaube nicht, dass sie da irgendwie großartig lange um den heißen Brei fackeln werden, sondern die werden das Ding ganz schnell abgeben. Wir müssen auch irgendwie Vorsprung aufbauen. Das ist ja auch irgendwie wichtig. Also nur mit einer Base ist es aktuell gerade nicht getan. Also es muss schon die ganze Zeit Flags gecaptured werden. So wie jetzt gerade. Auch wieder ein nicer Style. So, wenn jetzt meine Boys smart ist. Ah, guck mal. Einer hat wenigstens seine Hausaufgaben gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell kriegen wir unsere Hausaufgaben hin? Aber sollten wir hinkriegen. Wenn mich der Warrior ein bisschen defft. Nee, der ist auch geil. Der will einfach nur machen. Ja, Warrior, jetzt kannst du mal zeigen, dass du ein Macher bist. So, zeig mir, dass du ein fucking Macher bist. Ja, wie schmeckt dir das, hä? Richtig saftig, ne? Extra nur für dich aufbereitet.
Ja, das ist natürlich nicht so geil. Ich muss beides zünden. Ich hab Schiss, dass er mich hier bei sonst krepiert. Bei Warriors darf man echt, muss man echt aufpassen. Überwältigen. Ich weiß nicht, ob Furo-Krieger das auch drauf haben, aber hinrichten ist ja auch schon so eine gefährliche Komponente. So schnell eintappen. Bevor da noch was passiert. Zack. Nicer Stuff, Bro. Nicer Stuff. Okay. Zwar ein bisschen wieder Zeit verloren. Aber, ey, not so bad, not so bad. Wir kommen ran. Die Comebacks sind real. So, Leute, please, please, macht guten Stuff. Ich meine, okay, dass sie da reingeschissen haben, ist okay. Kann man manchmal vielleicht auch nicht ändern. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute da auf deren Seite attackieren. Oh, Boyski. Ja. Kann man machen. Halt nur aktuell super räudig gegen drei. Oh. Ja, okay, Guys. Also, ich weiß jetzt nicht, was ihr von mir wollt, aber es sind hier verdammt viele. Ja, geil. Und ich habe gerade nicht diesen scheiß Chat offen. Ja, ich bin dead. Wir verlieren diesen Punkt. Ja, da bringt uns jetzt natürlich die Flag nichts. Also, ich kann nicht... ihr könnt auch nicht erwarten, dass ich gegen drei Leute deffen kann. Also, ich habe vielleicht ein bisschen mit meinem Verschwinden reingeschissen. Da hätte ich deutlich mehr Zeit rausholen können. Das gebe ich zu. Aber, ja, nicht so geil. Und natürlich wieder alles voll in Arsch. So, wir müssen gucken, was wir hier jetzt ausrichten können. Ob ich jetzt vielleicht schaffe... Was passiert hier eigentlich? Was passiert hier? Also, da kann ich nicht mehr helfen unten. Das macht ja gar keinen Sinn mehr. Aber vielleicht kann ich hier irgendetwas ausrichten. So, der Boy steht hier nämlich und beamt sich hier einen vor sich hin. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Ist auch okay. Selbst wenn er jetzt den hier macht. Das ist trotzdem hingehalten. Weil in seiner Bärchenform macht er jetzt nicht super viel Damage. Ja? Das sei so gut für mich. Plus, da kommt... Alter, aber da müssen ja enorm viele Leute sein. Also... I don't know about that one, guys. I don't know. Also, ja, Comebacks sind gut. Alle schön gut. Aber dadurch, dass wir gerade eben beide Basen verloren haben, man sieht, dass das hat uns... arschkrass zurückgeworfen. Also das hat uns ja wirklich massiv zurückgeworfen. Plus 3 Millionen Leute mit Heiler. Okay. Okay. Okay, Guys. I see the problem. I see the problem. Aber das Problem müssen wir auch irgendwie auf die Reihe bekommen. So, da muss ich schnell ran. Also das ist jetzt hier wichtig. Ich vertraue darauf, dass meine Boys unten das vielleicht hinbekommen. Das Ding muss mindestens, wenn wir es nicht tappen können, mindestens hingehalten bekommen. Du kleine miese Ratte. Das macht nichts. Ich habe noch Zeit. Ja, wird wohl nichts. I don't think so. Ah, Gedankenkontrolle. I don't think so. Oh! Ah! Dieses scheiß Debuff. Nein! Oh, das war ein guter Manöver. Das war so ein starker Manöver. Aber das bringt uns absolut gar nichts. Aber wenigstens keine Punkte für gar niemanden. Das ist schon mal wenigstens, damit kann man arbeiten, wenn man das irgendwie so in der Hinsicht irgendwie ausformulieren kann. Okay, my friend, ich hoffe, du hast Bock hier auf einen kleinen Crit hier. Bam! Auf Wiedersehen. Naja, mach Gottes Hymne, der ist noch am Leben. Der Hund ist nicht tot. Leider nicht. Aber, schon mal gut hingeschwächt. Da geht noch was. Da geht noch was. Wenn mir jetzt jemand mal bei diesen kleinen Lutscher helfen würde, das wäre... Ich würd mir einen Ast abtaumeln hier. Ja, geil. Ich kann auch nichts machen. Die haben es eingenommen. My Boy steht da, guckt sich das Ganze hier so ein bisschen aus der Ferne an. Das kannst du gerne machen, aber es ist nicht smart, was du da tust. Plus Flag verloren. Puh. Beide Points verloren. Verstehe ich nicht. Also verstehe ich jetzt wirklich ganz und gar nicht, Leute. Also das ist... Katastrophale Scheiße. Ich verstehe auch nicht, warum meine Teammates es nicht auf die Reihe bekommen. Also, egal, es ist so dumm. Es ist egal, was passiert. Egal, wo ich bin. Da, wo ich bin, mache ich meinen Job. Alles andere scheißt komplett rein. Wo ich mir echt mal die Frage stellen muss, das liegt dann scheinbar nicht mehr an mir, dass das hier nicht so läuft, wie es laufen soll. Klar, wenn da noch ein Bärchen steht, das ist eine Todeskombo. Das wirst du nicht killen. Und die Leute sind auch nicht wirklich smart. Und gehen nicht auf den scheiß Heiler drauf, der das wichtigere fucking Prime-Target ist. Juckt niemanden so. Ja, scheiß drauf, Digga. Ist ja nur Heiler, so. Lass ihn einfach mal rum hier in diesen Trottel, Alter.
Er ist ja scheißegal, Diggi. Einfach scheißegal, ist ja nur der fucking Healer so. Sehr smart gedacht, Leute. Ich lieb's. Ich liebe es. Also. Flag ist natürlich komplett an der falschen Seite da, aber man muss auch schon irgendwie auch. Um ihn zu verteidigen, ja, muss man auch mal sagen, wir müssen jetzt Risiken eingehen. Anders funktioniert das jetzt ja auch scheinbar nicht. So, von daher. Ich krieg ihn einfach nicht tot. Ich krieg ihn einfach nicht tot, Digga. Ich krieg ihn nicht tot. I try my best. Ich hau in alles rein, was ich hab. Wirklich. It's everything I got. Und diese Scheiße juckt ihn einfach nicht. Das ist zu weit entfernt. Jetzt stirbt doch verdammte Scheiße, Alter. Ich bin außer Reichweite. Das bringt nichts. Wir müssen das Ding noch länger hinhalten, aber das wird lange Zeit dauern. So, jetzt nimmt die fucking Base ein. Drop the base. Okay. Das ist jetzt wichtig. Das wäre jetzt Comebacks. So, wichtig ist es jetzt, irgendwie diese fucking Basen zu halten, solange es geht, wirklich bis ans bittere Lebensende. Und dann vielleicht kann man noch irgendwas reißen. Das ist unsere letzte Chance, noch irgendwas zu drehen. Ich muss sofort nach unten, aber ich glaube, da ist gerade... Oh, der ist schon tot. Oh boy, Paladin, halt wenigstens ein bisschen durch. Bubble, irgendwas, everything, bitte, zünd irgendwas. Wirklich, alles, was du hast, Digga, alles. Er lebt noch, okay, das ist gut. Ich gehe in den Stealth rein, ich muss. Ja, geiler Manöver. So, und jetzt muss ich hier meine besten Stärken ausspielen. Ich muss alles ausspielen, was ich drauf habe. Das ist mehr ist hier nicht drin. Wirklich, die größte Macht ausspielen, die ich hier ausspielen kann. So, du kleiner Pimmler. Jetzt wirst du mal sehen, wie sich das anfühlt, wenn man auch die ganze Zeit vom Tappen abgehalten wird, ne? Schmeckt geil, diese Scheiße, ne? Schmeckt richtig gut. Ich muss näher ran. Guys, concentrate. Ich werde zwar massiv attackiert. Ah, ne, aber ich hab ihn geforst. Jawohl. Geiler Stuff. Hier hast du den, hier hast du einmal den hier und hier hast du nochmal den fucking Bullshit. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also, wenn das kein fucking Comeback ist, dann weiß ich auch nicht. Das war wirklich aber auch alles in diese eine Topfschale reingeworfen, mit der Hoffnung, dass wir das holen. Jesus Christ, Alter. Boah, Alter. Aber ey, richtig geile Runde. In dem Sinne, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya, Leute. Holy shit.